Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 4.8.2020 und zum Oktoberauftakt, würde ich schon sagen. Zum Augustauftakt haben die Bullen hier auf jeden Fall mal wieder Hörner gezeigt. Ja, so ein bisschen habe ich es schon fast befürchtet. Ne? Wir haben uns für die gestrige Analyse nicht umsonst so viel Zeit genommen. Nochmal detailliert durchzugehen, was, warum, wieso, weshalb wir die Pfeile ziehen, wie man damit umzugehen hat und wann man eben sich auch mal von einer Analyse verabschieden muss. Ja, das, was ich nicht dazu gesagt habe, ist, dass es halt aus den Mails, die wir bekommen haben, schon ein bisschen, es gab, ich sag mal, es gab schon oft die Bewegung, die hier hinten kam. Viel böses Blut. Weil wir gesagt haben, na, hier unten neues Tief. Kann schon sein, dass er nochmal bis hochzog, bis 3,30 und dann abfliegt. Und haben halt unsere Route vertreten. Und da sind sehr, sehr viele sehr sicher drauf angesprungen. Also mit sehr, sehr, sehr viel Sicherheit, dass das auch tatsächlich so kommen muss. Deswegen war es mir wichtig in der Analyse, das nochmal ganz klipp und klar zu betonen, was es bedeutet, wenn wir sagen, wir erwarten, dass ein Muster noch bis 12,50 auflösen kann. Dass es aber trotzdem passieren kann, dass der Markt einfach was anderes macht. Ne? Aber das muss ich jetzt hier heute nicht nochmal ausgiebig durchgehen. Wer da noch Verständnisprobleme hat, einfach das gestrige Video nochmal angucken. Dafür war es nämlich da, um das, was jetzt hier passiert ist, eben gegenzubeugen. Ne? Also gerade die, die bei uns auch die Mails bekommen haben, dort haben wir auch geschrieben, 39, wenn der Markt nach dem Opening, nach Xetra-Öffnung und so weiter, nach oben anfängt zu treiben, dann muss man ihm den Raum geben bis 5,30, dann muss man ihm auch vielleicht Raum geben bis 6,40 und letztendlich ist es genau das, was er sich genommen hat. Ne? Selbst wenn man sich über der 12,35 dann noch Long einstoppen lassen hat, als diese Kräfte, da kam so eine kräftige grüne Kerze durch, ne? Selbst wer da noch mit reingekommen ist, der hat auch noch ein paar Punkte gut geschrieben bekommen hier. Also so gesehen eigentlich kein schwerer Tag, aber es ist auf jeden Fall vollkommen entgegen der Erwartung gewesen, die die meisten hatten. Denn es haben sehr, sehr, sehr viele hier eine extrem hohe Sicherheit aufgebaut. Wie als hätte ich gesagt, der Markt könne gar nichts anderes machen, als diese 12,50 zu erreichen. Ich meine, ja, wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber hohe Wahrscheinlichkeit daher seid nicht, dass es nichts anderes geht. Es ist immer der Markt, der irgendwo vorgibt, der pulsiert und so weiter und so fort. Na, also, was haben wir gesehen? Aufwärtsgap nicht geschlossen, Stärke gezeigt, hochgedrückt, Bullenkraft. So, nun haben wir das Sentiment im Blick gehabt. Na, wenn Sie das Sentiment im Blick gehabt haben, merken Sie wahrscheinlich oder haben Sie auch gesehen, dass das, was ich hier gerade erzähle, nicht nur einen betroffen hat, sondern dass es ganz schön viele waren, die da jetzt hier insbesondere auf dem falschen Fuß erwischt wurden, die einfach gegengehalten haben, Short gegengehalten haben und so weiter und so fort. Das sieht man zum Montag relativ oft, dass der dann relativ gerade durchzieht und bis Tagesende geht. Deswegen sagen wir halt auch immer früh, der kann, wenn er da nach der Xetra-Eröffnung lostreibt, bis zum Tagesende durchziehen. Erzählen wir eigentlich jeden Montag immer wieder das Gleiche. Es ist immer die gleiche Regel, die dahinter steht. Und es sind viele dabei gewesen, die gesagt haben, sie trennen sich nicht vom Short. Ne? Sie gehen nicht raus, sie lösen Short nicht auf. Sie glauben jetzt an den Turnaround Tuesday. Und da muss ich sagen, hier unten waren sich alle ganz, ganz sicher, dass das tatsächlich so kommt, wie wir das hier gemalt haben. Ne? Dass tatsächlich die 12,50, 11,59 kommt, das war für viele garantiert. Jetzt ist für viele garantiert, dass der Turnaround Tuesday nach unten erlöst. Also, puh. Weiß es nicht. Ich will es jetzt hier nicht prophezeien, aber es riecht schon ein bisschen. Es riecht schon ein bisschen danach, wie als kriegt er nicht mal unsere Route hier jetzt noch hin. Es riecht halt schon ein bisschen danach, als gibt es hier oben einfach mehr Geld zu holen. Ne? Wenn die Leute hier unten ohne Stop-Loss rein sind, viel zu hohes Risiko auf eine Position gegeben haben, so holt sich der Markt halt einfach. Ne? Das ist Fressen für den. So funktioniert Börse. Geht dahin, wo es das meiste Geld zu holen gibt. Deswegen sollten wir vielleicht auf jeden Fall hier oben mal den Long-Trigger mitnehmen. Ich würde so um den 12.900 parken. Macht er das, würde hier das Gap noch closen. Dann haben wir 12.995, das ist ja noch ein bisschen offen. Kann aber auch hoch bis 13.80 dann. Das ist dann quasi hier die Tiefzone. 13.70, 13.60, 13.80. Das ist ganz interessant da der Bereich. Und wir haben halt hier noch so ein offenes Gap. Na, das ist bei 12.868. Also 12.870 knapp. So, 12.830 haben wir hier, dann haben wir die 12.800, die 12.450, 12.445, das sieht auch ganz interessant aus. Deswegen haben wir hier noch den Haken drin, aber ja, man sollte schon aufpassen, als wenn er zu zügig durchballert.
muss man, glaube ich, mit einem Gap Close rechnen um die 12,78 rum. Da sollte man dann damit einplanen. Und deswegen vielleicht dann auch nicht zu lange oder zu früh schon dagegen schießen. Also wie gesagt, ich finde den Bereich hier unten sehr attraktiv, ja, die schöne Spitze, die hier raussteht. Das finde ich ganz reizvoll. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er dort wegdreht. Und wenn er das nicht macht, dann würde er hier oben das Gap zumachen. Das ist um 12,78 rum. Das könnte man jetzt hier noch mit reinnehmen. So, vielleicht das kleine Surprise-Marke. Falls er halt durchsieht. Ne? Wenn Sie auch sehen, was er für eine Bewegung hat zum Montag, wäre das zum Dienstag halbes Programm. Ne? Es wäre nicht viel, was er machen muss. Und er könnte sich wahrscheinlich viel Geld damit einverleiben, weil ja einfach viele zu extrem nur auf der Shortside aktiv sind. Ne? Und er müsste bloß den ganzen Tag eigentlich stabil oben bleiben und er würde die rauskriegen. Ne? Gut, also das soweit auf der Oberseite. Ansonsten ändert sich hier vielleicht doch noch was dran, lösen die Leute vielleicht dann doch raus oder nutzen den erstbesten kleinen Rücklauf, um ihre ganzen Minuspositionen von hier unten dann abzugeben. Kann er natürlich auch durchziehen, ne? Das sieht man auch zum Dienstag oft, dass der den Montag nochmal auskontert. Und mir fehlt mir jetzt hier ein bisschen die Basis, außer halt diese typische Turnaround-Tuesday-Regel. Deswegen würde ich das jetzt hier einfach mal noch nicht mit einzeichnen. Aber ich würde vielleicht hier einfach so ein. Ich würde schon sagen, so unterhalb von, ja, sag mal, unterhalb von 12,94 würde ich schon eher sagen, dass der Kollege dann wahrscheinlich den Gap hier unten zu macht, 12,320, ja. Also könnte man hier jetzt noch so einen kleinen Short-Trigger mit einbauen. Packen wir jetzt einfach hier hin. Packen wir hier ein bisschen höher. So, irgendwie hier so. Und dann ab, Gap zu. Na, also das sind so die Punkte, wo ich sagen würde, da würde ich mich zum Dienstag drauf konzentrieren. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein bisschen nach oben treibt, einfach weil zu viele halt noch im Short drin hängen, weil zu viele den Short nicht aufgeben wollen und zu sicher sind, dass hier noch die 1250 kommt. Das muss erstmal wieder ein bisschen raus. Das wäre hier in dem Bereich sehr schön möglich, ne? Gerade hier in dieser Schiebezone von letzte Woche Mittwoch, Dienstag. Sehr viel Zeit drin verbracht, da einmal rein und wieder zurück. Das wäre jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Dann würde auch zum Dienstag passen. Und es ist aber trotzdem recht kurz. Also, gucken Sie sich die Bewegung an halt. Ne? Also, wenn das Sentiment wieder nur auf minus 50 unterwegs ist, das Euwax-Sentiment, dann steht er auch hier oben halt. Ne? Also, das muss man mit rechnen. Gucken Sie sich die Bewegung an. Zack, ne? Wenn das noch einmal nach oben macht, dann steht er hier. Dann steht er hier zum Dienstag. Also, da wirklich ein bisschen aufpassen. Ich würde dann wirklich schon so sagen, also vielleicht 12,57 Station 1, dann die 12,875 oder 12,870 Station 2 und Station 3 tatsächlich dann hier 13.000 bis ich sag mal 13,80, 13,70 so in dem Dreh rum. Ja, darf man nicht unterschätzen. Ansonsten dreht das sich ein, kommt hier auch wieder unter 194 runter, dann würde sie hier unten dran gehen und dann kriegen wir hier auch wieder ein bisschen Spaß und dann kriegen wir auch wieder Chancen auf die 12,50. Aber das muss jetzt erstmal kommen. Man muss jetzt erstmal wieder drehen, weil wenn Sie auch die Tageskerze sehen, die nimmt jetzt natürlich jegliche Short-Fantasie hier wieder raus, ne? Weil das ist ein klares Aufdrehen. Ist unten am Band gewesen, hat unten versucht aus dem Tagesband ranzukommen. Er war an der 200-Tage-Linie fast dran und drückt da jetzt eine kräftige grüne Kerze von weg. Die steht noch nicht im Verhältnis zu dem, was runterzugekommen ist, aber es ist eine kräftige Kerze. Die hat fast 300 Punkte Umfang. Ne? Also das ist jetzt auch nicht ganz von schlechten Eltern gewesen. So. Und jetzt hier einfach noch eine grüne dahinter zu stellen, würde ihnen jetzt auch nicht so die Mühe kosten. Wir haben bei das mittlere Bollinger Band, haben wir bei 12,97 rum, ne, knapp um die 12,800. Das wäre nochmal ein Punkt, aber das ist schon ein deutliches Umdrehen. Die Stochastik gibt sogar ein Kaufsignal aus. Ja, also das muss er auch erstmal, er muss es halt auch erstmal wieder nach unten kontern. Punkt. Das ist eigentlich, was ich sagen will. Er muss jetzt hier erstmal wieder Schwäche zeigen, dann wird er wieder ein interessanter Short-Kandidat, aber so wie er jetzt steht, würde ich zum Dienstag eher das Risiko auf der Oberseite sehen. Trotz auch Turnaround, da weiß ich nicht, ich bin nicht so sicher. Dafür sind mir die Leute zu ignorant mit dem Montag umgegangen. Trotz, dass wir es gesagt haben, ne? Trotz, dass wir ganz klar gesagt haben, also wenn er das nicht macht, ne, dann muss man sich auch irgendwo einfach davon trennen und so weiter. Gab es ganz viele, die gesagt haben, nö, das ziehe ich jetzt durch, lass mich jetzt hier nicht ausstoppen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, ne, das geht halt einfach öfter schief, als einfach mal einen kleinen Verlust zu realisieren und dann neutral wieder in der richtigen Bewegung mitzuschwimmen. Ne? Aber da kann ich mir auch im Mund vor sich reden, will ja immer keiner hören. So. Ja, Freunde.
Das soweit meine Blickpunkte, meine Perspektiven, meine wichtigen Zonen. Ja, 1, 2, 3, das sind so die Stationen. Ne? Ein bisschen an den Gips vielleicht mit orientieren. Und unterhalb ist halt, ja, 5,30, 4,90, die wäre jetzt interessant im Rücklauf, wenn er Schwäche zeigt. Dort würde sich dann zeigen, ist er Bulle oder ist er Bär. Ne? Dreht er von dort auch wieder hoch. Klare Kaufchance Richtung 47 dann so auch. Und geht er unten runter, dann dreht er sich wieder den Chart halt negativ auf. Gut, Freunde, mehr kann ich gar nicht mitgeben. Dann wünsche ich viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.